und das Umfeld. Aspekt Wohnen darf nicht vergessen werden. Nach zahlreichen Gesprächen mit vogtländischen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, relevanten Unternehmen und Verbänden zieht Yvonne Marquas ein positives Fazit. Laut der CDU-Bundestagsabgeordneten würden sie mit Bedacht investieren und die vielfältigen Aufgaben mit Bravour meistern. Dennoch gäbe es Probleme. Wie die Politikerin heute der Presse mitteilte, stehen im Vogtlandkreis zwischen 10% und 18% der Wohnungen leer. Zudem liegen die Mieten in unserer Region mit durchschnittlich rund 4 Euro pro Quadratmeter unter dem sächsischen Durchschnitt. Das schwäche vor allem mittelfristig die Investitionskraft der Vermieter. Yvonne Marquas fordert daher mehr Balance zwischen bezahlbaren Wohnungen und investitionsfreundlichem Klima. Zudem spricht sie sich dafür aus, dass Wohnraum und Wohnumfeld an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden müssen. Mit Blick auf die demografische Entwicklung müsse es verstärkt einen altersgerechten Umbau geben, der für Rentner bezahlbar sei, so Marquas.